Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Nice Eye 36. Herzlich willkommen zum Bremsen instandsetzen der Kawasaki ZL 900. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, aber Bremspumpe Nummer 1 nicht so gut beieinander. Wir haben noch eine Bremspumpe, die werden wir dann gleich nochmal zusammen zerlegen. Erkläre ich euch auch, auf was ihr aufpassen müsst, eventuell, obwohl man es im Video eigentlich, denke ich, recht gut gesehen hat. Prostata. Ja, bevor es weiter... Das ist wieder so ein Kaffee, der Tote aufweckt. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir? Reden wir nochmal über unser YouTube-Gemeindeprojekt im Vorfeld? Oder mache ich da ein separates Video? Da machen wir ein separates Video draus. Bremspumpe vorne für die Vorderbremse. Neue Bremsleitungen haben wir ja da. Ja, was sollen wir reden? Wir schauen uns das jetzt an. Jetzt zerlegen wir die zweite. Ruckzuck. Ja, da muss natürlich auch zuerst mal der Bremshebel weg. Boah. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Schauen wir mal, wie wir den eingespannt bekommen hier. So geht's nicht. So. Wie war denn das vorhin? War doch so, oder? Mit dem kleinen Zumpel hier. Aber als allererstes stopfe ich da mal kurz ein Papier rein, damit mir das hier nicht alles voll sabbert. Entsprechend sieht natürlich auch die Bremsflüssigkeit aus. Da sollte ich auch mal ein neues Tuch, ein neues Leichentuch drauf. So, wo habe ich jetzt meinen Zehner hin? Hier. Da ist eine Mutter. So, wenn sich das jetzt hier lösen lässt, lässt sich lösen. Und so wie es aussieht, sieht das hier schon mal besser aus. Das ist jetzt zumindest mal gefettet gegenüber die andere, die ziemlich verrostet ist. So, die Teile tun wir mal hier rüber. Dann können wir hier den Bremshebel rausnehmen. Und ich möchte ja wissen, wie sieht es hier aus. Also die Gummimembrane hier, die sieht genauso aus wie die andere. Nicht sogar noch ein bisschen mehr verrostet. Das ist natürlich schlecht, wenn so ein Ding da schon so verrostet ist. Ja. Schmeißen wir gleich weg, haben wir ja neu. Wenn das da schon so verrostet ist, puh, hoffentlich sieht innen der Kolben besser aus. Jetzt sehe ich da zumindest mal besser hin. Eben kurz den Restgummi hier entfernen. Da kommt es auf jeden Millimeter drauf an. So, da wären wir drin. Gewesen. So, einmal. Boah, ich sehe nichts. Einmal, zweimal. Das habe ich mir gedacht. Dass das so verrostet ist, dass ich da gar nicht rankomme. Ich kann euch das nicht zeigen, ich sehe ja so schon nichts. Ja, das kann zum Geduldsspiel werden.
das Ding will nicht. Will das nicht. Weil das da schon ansteht. An dem komischen ganzen Ding da. Du bist vielleicht ein störrisches Ding, hey. Was ist los mit dir? Das hat doch beim anderen so wunderbar geklappt. Warum klappt es jetzt nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Dann popeln wir dich halt so raus. So. Aber ich glaube, der hat seine besten Tage auch hinter sich. Sauber ist was anderes. Aber der könnte da drin besser aussehen. Werden wir gleich wissen. Mal durchspülen. Der ist zwar verschmuckt, der sieht aber wesentlich besser aus. Den haue ich jetzt mal. Den zerlege ich jetzt noch mal komplett. Dann haue ich den mal ins Ultraschall. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. So rum, lieber Martin. So. Schraubendreher. Diese vernudelten Schrauben hier aufdrehen. Wo seid ihr denn da? Aber die lassen sich Gott sei Dank aufdrehen, wollte ich jetzt gerade sagen. Da schauen wir, dass wir neue reinmachen. Wenn wir denn überhaupt einen retten können. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, sabber mir hier nicht den Boden voll. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, Michael zu fragen, ob er noch eine Pumpe hat. So, weil die sieht hier drin auch nicht besser aus. Also, jetzt wird es wieder laut. Aber es lässt sich nicht verhindern. Ja, jetzt ist es halt laut im Hintergrund. Ich kann es nicht ändern. Ich kann hier nicht jedes Mal warten, bis irgendwas fertig ist. So, ich will hier mal schauen, wie sich das da alles verhält. Und das ist zumindest mal recht gut gefettet. Da ist keine Klammer, da ist eine Klammer, die geht vermutlich so runter, die lassen wir aber mal drauf, damit ich da ein Muster habe. Mal schauen, ob ich das Ding hier rauskriege. Sollte sich ja eigentlich extrahieren lassen. Ja, geht ganz gut. Das geht gut. So, dann hier die Spange, die so da drin sitzt. Mit dem Zapfen hier, mit dem Ausschnitt dahin, da liegt nachher der äußere Bremsbelag an. Das ist auch noch recht gut. Die hatte ich im Ultraschall. Man sieht es auch. So. Und dann ist das da wieder so ein Verschlussstopfen, ein aufgeklebter, nehme ich an.
Also werden wir versuchen, ob wir das Ding mit Druckluft rauskriegen. Jetzt werde ich hier wieder den Entlüfternippel aufschrauben. Und dann werden wir da mal Luft drauf geben. Ich stopfe hier wieder ein Fetzen dazwischen. Dann kann dem Kolben nichts passieren. Und dann schauen wir mal. Kommt. Zack. Das war's schon. So sieht es dann aus. Und dann muss man hier nur noch den Fetzen ein bisschen fester, den Fetzen hier rauspopeln. Was mehr oder weniger leicht oder schwer gehen kann. So. Und dann sollte der hier von Hand eigentlich extrahierbar sein. So. Und so sieht das ganze Ding da aus. Und darin sieht es so aus. So. Wenn wir das mal reinigen. Ja. Gott sei Dank brauchen wir uns um sowas nicht zu kümmern. Da haben wir einen Repsatz. Aber das ist für die Bremspumpe und Kupplungspumpe der neue Deckel. Für die Bremszangen haben wir natürlich auch Reparatursätze. Da brauchen wir uns also auch nicht so drum bemühen. 1, 2. Und die Nummer 3. Ja, und dann Nehmer, Zylinder, Repsatz, Kupplung, da kommen wir später dazu. Das wäre hier schon mal alles. Und da glaube ich, habe ich die Gummis für das Ding, allerdings sind das Schutzkappen für Anlasser. Ja. Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Ja, was ich damit ausdrücken wollte, das noch mal auf der Seite, das ist das hier. Die sind also auch zu. Von der Höhe her identisch und vom Durchmesser her auch identisch. Und der hier, der geht raus. Ja. Und was mit dem hier ist, der wird wahrscheinlich so, es ist auch der hier, ist schwerer wie der. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen wir die Bremszangen innen gerettet? Das ist ja immer das große Rätselraten, weil so toll sieht das da drin nicht aus. Soll ich mal da die Gummis rausnehmen? Das dürften viereckige sein. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige. Boah, da rieselt's. Da ist der ganze. Ja. Und da ist jetzt die Frage, kriegen wir es hin oder nicht? Öl
und ein bisschen Schleifvlies. Ist zwar eine Sauerei an den Griffeln, aber was will man machen? Ja. Dann wischen wir das raus. Schauen wir mal. Naja, bis auf die Kante da drin, die kriegen wir sauber. Wenn wir das hier fein säuberlich rauskratzen, ganzen Schmodder. Ja, ja, das kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. Letztendlich ist es ja wichtig, dass der Kolben an den Ringen abdichtet. Und dass es da drin halt ja, einigermaßen passabel aussieht. Keine großartigen Riefen drin hat, was ich nicht sehe. Und das ist eigentlich nur noch sauber kratzen hier. Den Dreck rausholen. Habe ich jetzt mal an zwei Stellen gemacht, damit ihr das seht. Ja, also das funktioniert schon, das kriegen wir schon hin. Also das wird schon. Ist mühsam, aber das kriegen wir hin. Schauen wir mal, was die Bremspumpen machen. So. Also da drin wäre schon mal okay. Und da drin würde ich sagen, kann man so lassen. Ich werde da mal versuchen, mit einem ganz, ganz feinen Schleifvlies ein bisschen rumzudrehen. Das, was da unten ist, ja. Das stört eigentlich nicht. Das ist wurscht. Das ist alles frei. Nichts ausgebrochen oder sowas. Und da den Gap und so, das werden wir schon hinkriegen. So, lala. Dann schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also das sollte jetzt wieder funktionieren. Wir haben natürlich noch Spuren drin. Ich kann da nicht unendlich drin rumschleifen. Ja, hier unten zum Beispiel. Geht das vielleicht ohne Licht besser? Ja. Aber das ist schon okay so. Das haut schon hin, würde ich mal sagen. Dann schauen wir mal. Das Ding hier wieder einspannen. Nachbar wieder mit seinem alten Steier. So, wo haben wir denn hier Bremspumpe? Da. Master Cylinder Repair Kit. So, ist da alles mit dabei? Jo. Alles mit dabei. Was tun wir mit dem Bremsbehälter? Den sollte man eigentlich vorher behandeln und nicht im zusammengebauten Zustand.
Ja. Eingefettet. Einfach mal da rein mit dem ganzen Zeug. Und den da wieder raus. Das sollte ja durchaus möglich sein. Ist ja nur aufgesetzt. Hopp. Blop, blop. Und Gott sei Dank habe ich vorhin gesaugt. Ja, ich habe es sauber gemacht. Ich habe Teile sortiert. So. Alles da rein. Und die Schmutze kommt auch da rein. Wir müssen zuerst den hier. Da sind wir daheim. Hier. Den müssen wir vorbehandeln. Also vergessen wir das Ganze mal. So, und dann haben wir ja noch die Kupplungspumpe. Das nicht gut. Was ist das? Müssen wir mal schauen, was das ist. Geht Gott sei Dank gut auf, der Schalter. So, ich muss mal das Radio leiser machen, Mensch. Fällt mir gerade auf. So, was ist das da jetzt für eine Konstruktion mit der Feder da? Können wir das mal einer verraten? Der Schalter ist hin. Da. Die Feder, die muss da rein. So, damit der Stift hier betätigt werden kann. Und der hält normalerweise mit diesem Kunststoffteil so da drin. Also hier seid's. Ja. Da ist es ausgebrochen. Da. Komplett, auch hier. Sieht man ja. Sieht man ja da. Und das ist leider ein anderer wie der Bremslichtschalter. Und so sieht das dann normalerweise aus. Wir haben ja Gott sei Dank noch einen. Der hat aber hier auch schon einen Sprung. Sieht man das da? Komm, stell scharf. Da hat er einen Sprung. Also den darf man auch nicht mehr so mit Gewalt anziehen. Aber die Pumpe hier sieht's. Schauen wir mal bei der anderen, wie sieht die andere aus. So. Das wäre die andere Pumpe, da schwant mir auch schon Schreckliches da drin. Die hat hier so eine Beschädigung. Und hier nicht. Wir nehmen diese Pumpe. Die werden wir aufarbeiten. Die legen wir mal wieder zur Seite. So. Habe ich den Ton? Ja. Und Radio aus. Das ist immer. Das nervt mich. Das ist jetzt die Kupplungspumpe. Hebel habe ich schon abgebaut. Das haben wir ja gesehen, ist bei der Bremspumpe. Haben wir ja gesehen bei der Bremspumpe. Martin, schön sprechen. Und diese Deckel kommen ja auch neu. Das heißt, da habe ich schon mal den großen Vorteil, dass ich den einfach wieder draufschrauben kann. Du Sau! So, und auch hier wieder. Also ich habe das Ding jetzt entleert, habe es dann mit Wasser gespült. Und da popeln wir jetzt auch den defekten Gummi, mit einem kaputten Gummi hat mein Leben angefangen. Er soll nicht damit enden. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Kommt weg. So, wie sieht es da aus? Erwartungsgemäß schlecht. Wollen wir mal freikratzen.
Ihr sollt ja dabei sein, was ich da so raushole. Ja, da kann ich nicht viel rausholen, liebe Leute. Zumindest die Löcher sind frei. Dann sollte ich da wohl auch reinkommen. Hoffe ich. Ja, aber auch nur vielleicht. Die Zange ist zu groß. Jetzt haben wir den Salat. Dass meine Zangen zu groß dafür sind. Machen wir denn da einen so einen Knubbel? Weil da komme ich jetzt nicht in das Loch hinein. Ja. Damit muss man rechnen. Und das ist auch eher, jo, ich würde mal sagen, fest. Lässt sich drehen. Wie kriege ich das hin? So schräg vielleicht. So, drin. Oder nicht drin? Ja, bin ich denn schon drin oder was? Das sieht beinahe danach aus. Ja, aber nur vielleicht. Das ist wieder das Problem. Ja, was ist denn? Ja, Frauchen, da muss man natürlich rangehen. Sonst gibt es Ärscher. So, probieren wir es noch einmal. Jetzt werde ich die Zange ansetzen. Versuchen. So und so. Und dann werde ich den hier wieder runterdrücken, den Kolben. Wenn er sich den runterdrücken lässt. Ja. Damit meine Zange da tiefer reinkommt. Was ich ja hoffe. Ja, rutscht schon wieder raus. Das ist ein Quark. Aber wir haben die anderen geschafft, dann werden wir das hier auch schaffen. Nicht so. Nicht so. Ich mache raus. So geht. So gut rein. Das müsste jetzt eigentlich rausgehen, wenn es mit Gewalt ist. Mit relativer Gewalt. So. Da haben wir das kleine Scheißerchen. Jetzt müssen wir den Kolben rauskriegen.
So. Bäh. Sauerei, du machst. Schweifen wir mal mit dem Blick. Ja, das sieht sehr gut aus da drin. Da brauchen wir nur außenrum den Rand zu machen. Alles andere sieht drin wunderbar aus. Gut, also dann hätten wir eine Bremspumpe, die innen drin wunderbar aussieht, und eine Kupplungspumpe, die wunderbar aussieht. Und einmal Bremspumpe, Masterzylinder. Und hier ist der für die Kupplung. Das war der hier. Ja. It's the same. Und da hat es dann auch noch, wo ist der, da ist er, dieses Teil da. So, das hat es auch neu dabei. Das lasse ich aber mal da drin stecken, damit mir der hier nicht davon fliegt. Schön. Ja, dann mache ich jetzt mal die Dichtfläche hier sauber und dann schauen wir mal weiter. Der Rest sind Flecken. Sollte also so genügen. Vielleicht kriege ich das eine oder andere noch ein bisschen besser weg. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das passt. Da drin hat es natürlich noch ein paar Sachen. Aber das werden wir alles sauber kriegen. Einfach drüber kratzen. Dann verschwindet der ganze Schmutter nämlich schon von selber. Hier in dem Eck zum Beispiel, das brauche ich bloß wegkratzen. Das ist halt einfach oxidiertes Aluminium, zwecks der alten Bremsflüssigkeit. Aber wie gesagt, das kriege ich hin, das ist nicht das Thema. Das Bullauge hier kriegen wir auch sauber. Ja. Dann müsste ich mir nur noch überlegen, was ich und wie ich das Ding hier aufbereite. Also wie gesagt, diese Deckel haben wir ja neu. Das heißt, ich könnte bei der Kupplung den Deckel hier drauf machen, dann ist das schon mal dicht. Und dann muss ich nur noch das Bullauge abkleben, da was reindrehen. Und dann kann ich das Ding schleifen, das Bullauge natürlich abkleben, das ist klar. Aber das könnte dann schon werden, dann werden wir die schwarz lackieren. Ich drehe hier also gerade zu. So, dann ist die Dichtfläche schon mal geschützt. So. Schauen wir mal, was ich da hinkriege. So würde ich mal sagen, einfach 5 alte Dichtringe, und da habe ich eine Schraube gefunden, die reinpasst. Tja, jetzt wollen wir mal das Bullauge hier zukleistern. So, Deckel kommt ja sowieso ein neuer drauf, und ansonsten denke ich, kann sich sehen lassen, es ist nicht hundertprozentig, das kriege ich so auch nicht hundertprozentig hin. Ne? Man hat hier und da noch so kleine Stellen, aber im Großen und Ganzen denke ich mal, das ist schon okay so. Ja, und dann habe ich halt zwischenzeitlich auch mal die Sandstrahlkabine kreiseln lassen. Da ist noch ein bisschen Fett drauf, aber das ist ja egal an den Punkten hier.
Ja. Die sind einfach jetzt mal, die ganzen Teile, die hier liegen, sind sandgestrahlt. Hier habe ich extra abgedeckt. Das sind die alten Kolben. Da kommen ja neue Kolben rein und neue Dichtringe. Folgedessen kann ich da das so lassen. Dann werden die hier aufgehängt. Da mache ich dann zu. Richtig. Ja, obwohl, das könnte eigentlich so bleiben. Das ist eine Schraube, die drin ist. Hier sind übrigens andere, andere Hohlschrauben, als es normal ist. Das Gewinde ist kleiner. Ja. Dann werden wir die sauber machen. Das ist natürlich jetzt noch alles hier voll mit dem Staub. Ja, hier auch eine Platte Sand gestrahlt. Den habe ich mal wieder reingeschraubt, damit ich den nicht verliere. Aber ich glaube, ich schraube den wieder raus. Vorm Pulvern sollte ich das auf jeden Fall tun. Ja, und dann bin ich am Überlegen, was ich mit den Dingern hier mache. Das Problem sehe ich beim Pulverbeschichten ganz einfach darin, dass sich dieser Verstellmechanismus hier nachher nicht mehr drehen lässt. Da werde ich mal Rücksprache halten, ob wir den nicht tatsächlich so belassen. Oder wenn ich das halt abklebe, dann sieht man das. Und zerlegen, ich kann nur den Hebel hier, da den Hebel abschrauben, die Feder rausnehmen. Das ist ja für die Verstellung. Und da stopfen wir was rein. Genauso wie hier. Naja, das muss ich mir noch genau überlegen. Das ist ja Brems- und Kupplungshebel. Schwere Entscheidung, was wir da tun. Ja, da haben wir wieder 3 Tage Arbeit hinter uns. Alleine für die Bremspumpen insgesamt. Also zerlegen, sauber machen, inspizieren und sandstrahlen und lackieren. Und die restlichen Teile zerlegen, anschauen, sauber machen, wieder zusammenbauen und lackieren. Beziehungsweise sandstrahlen mit Edelkorund, das wäre mal präziser. Und der ganze Geschichte über 10 Stunden Arbeit. Es ist auch schon wieder 20 vor 5. Ja, dann machen wir hier mal Schluss. Und ich sage einstweilen, Knallfall, herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Im rechten Eck würde ich was von der ZL nehmen. Nein, im rechten Eck machen wir jetzt ganz einfach mal mein erstes YouTube-Video, das ich hochgeladen habe. Allerdings noch auf meinem alten Kanal. Ich mache ja YouTube seit 2011, 2012 glaube ich. Und dann hat es meinen Kanal zerbröselt, beziehungsweise habe ich bei der Namensänderung einen Fehler gemacht. Deswegen sind viele Videos erst von 2015, 2016. Ja. Und im linken Eck das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken, wäre kostenlos. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Für euch. Baba.